Was sagt die Schulmedizin? Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, warum wir immer kranker werden und warum unsere Gesundheitskosten immer höher werden? Der Krankenkassenbeitrag wird immer größer, ja, die Zuzahlungen werden immer geringer, aber trotzdem fühlen Sie sich doch nicht irgendwie gesünder. Unsere Gesundheit ist in den Keller gegangen und unsere Krankenkassenkosten sind in die Höhe geschnellt. Frage sich mal, warum noch nie von irgendeiner Krankheit die Ursache gefunden worden ist. Das ist doch eigenartig, ne? Sie würden irgendwas fragen. Wissen Sie nicht. Sie wissen nicht einmal vom Schnupfen, wo ein Schnupfen herkommt. Jetzt haben wir draußen, es ist kalt, Erkältungszeit, ja. Warum haben die eine Erkältung und die andere nicht? Warum habe ich einen Schnupfen, warum habe ich eine Grippe? Können wir alles erklären. Aber Sie wissen es nicht. Sie haben sich irgendwann mal getrennt, haben gesagt, okay, für Seelenheil sind wir gar nicht zuständig, das macht der Psychiater und wir gucken dann mal, ne, unsere Werte nachdem hier unser Durchchecken, ne, mit dem großen Blutbild, wir gucken alles durch, wir gucken alle Werte an und dann entscheiden wir, ob wir gesund sind oder nicht. Sie fragt niemand da oben, ob sie vielleicht was ganz Schlimmes im Kopf haben, was sie sehr belastet. Fragt niemand, wozu auch. Wichtig ist, dass sie die Werte abgeben, dass wir im Labor schauen können, ob es ihnen gut geht. Weil der Rest macht der Psychiater, aber der ist ja, da haben sie ja kein Rezept für. Um das System aufrechtzuerhalten, ich habe ja beim letzten Vortrag, Knochenvortrag, hatte ich das ja auch mal da, da habe ich dann gleich einen Kommentar drunter, ja, es wäre ja Quatsch, ne? Ich hätte gesagt, es gibt keine Viren. Jetzt kommen wir mal durch. 69 Infektionstheorien müssen die Leute auswendig lernen. Ja, 69. Keine einzige Theorie ist je bewiesen worden. Deswegen heißt es nur Theorie. Da hat man gesagt, gut, wenn ich verletzt bin und da kommt ja irgendwie Dreck rein, dann kann ich mir irgendwelche Krankheiten einfangen. Ja? Oder irgendwelche Bakterien, wenn ich meine Hände nicht genug wasche, ja, dann kommen irgendwelche Bakterien im Mund und dann kann ich krank werden. Ja? Ich kann überall in allen möglichen Körperöffnungen könnte ich krank werden, weil im Auge, im Mund, in Nase, egal, da haben wir noch genug Körperöffnung. Und immer wenn da was reinkommt, ja, davon kann ich krank werden. Das ist die Theorie. Aber auch die Theorie, dass eine Infektion durch Körperöffnung kommt, ist immer noch eine Theorie. Leider hat es noch keiner beweisen können. Ja, und dann kommen wir auf ein düsteres Thema. Da gibt es ein Virus. Boah. In jedem Fernsehprogramm hört man das Virus. Wieder mutiert und nochmal zu dem, ne, H1N1, H1N2, immer irgendwelche Namen von irgendwelchen Viren. Ja? Virus heißt Gift. Das ist nicht so ein Viech, was rumkrabbelt. Ja? Das ist Gift. Komischerweise hat man noch nie ein Foto gesehen von einem Virus. Wie kommt das? Es gibt hier genug Fotos bei Photoshop und Wikipedia. Ihr könnt ja gucken, boah, so sieht ein Virus aus. Das ist aber eigenartig. Ist nur eine Fotomontage, weil sie noch nie ein Originalfoto gesehen haben. Es gibt kein Originalfoto von einem Virus. Wir haben Dr. Stefan Lacke zu verdanken, dass er da sehr akribisch hinterher ist, ja, und versucht, die Bundesregierung dann zu fragen, gibt mir mal ein Foto vom Virus, dann macht er auch ziemlich Druck. Ja. Bis jetzt hat er noch nirgendwo ein Foto bekommen und er wird auch in Zukunft keins kriegen. Die Mikroskope sind so dermaßen modern und toll und genau, dass sie bis zu 500.000-fache Vergrößerung machen können, aber haben immer noch nichts gesehen. Das ist eigenartig, ne? Und wenn man dann mal fragt, wie sieht denn so aus, wie ist denn der Nachweis geführt, dann sagen sie, ja, wir haben unseren Virus im indirekten Nachweis festgestellt. Da war mal ein Professor in Würzburg, der hat einen tollen Vortrag über Virologie und das ganze Immunsystem, wie das alles ist. Und da habe ich ihn gefragt, ob das denn richtig wäre, dass die Viren nur im indirekten Nachweis gefunden worden wären. Da hat er gesagt, ja, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, würden Sie auch bitte sagen, was das bedeutet? Ein indirektes Nachweis? Naja, hat er gesagt, ja, wir haben noch keins gesehen. Ui, sehr eigenartig. Wir haben noch keins gesehen, aber trotzdem gibt es eins. Das ist ja schon komisch, ja? Dann müssen wir was erfinden, was das böse Virus angreifen kann. Sonst hat es ja nichts zu tun. Also erfinden wir uns ein Immunsystem. Ach, ganz toll. Wir lernen im Kindergarten, ja, dass wir ein Immunsystem haben. Die Ärzte lernen von der Pharmaindustrie, dass es ein Immunsystem geben muss. Und die lernen auch von der Pharma, dass es ein Virus gibt. Weil da fragt man sich, ja, wer verdient da dran?
Also würden die auch nie irgendwo ein Virus oder was in Frage stellen, weil das haben sie ja schon im Kindergarten gelernt. Kindergarten sagt, Virus, ja, gibt es. Und Immunsystem haben wir auch. Das lernen wir alles. Antikörper. Boah, habe ich genug Antikörper, bin ich gesund. Antikörper, da haben wir der Anita Petek zu verdanken. Die hat ein tolles Video über das Impfen gemacht. Die hat es ganz toll erklärt, was ein Antikörper ist. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie bekommen etwas Farbe in Ihr Blut mit rein. Blaue Farbe vielleicht. Und die blaue Farbe verteilt sich jetzt in Ihr Blut. Jetzt kriegt jedes rote Blutkörperchen einen kleinen blauen Farbklecks. Das ist Ihr Antikörper. Ich hatte mal Kontakt, das ist alles. Hat aber nichts mit irgendwas System zu tun. Es kann auch nichts machen und gar nichts. Es hat nur einen kleinen blauen Farbtext abbekommen. Jetzt ist mein Antikörper. Jetzt gehen wir hin und sagen, viele blaue Farbplexe, gutes Immunsystem. Ja? Kann ja was nicht stimmen. Die Krönung ist noch die Infektionstheorie. Warum heißt es Infektionstheorie? Gibt nur einen einzigen Grund. Weil es eine Theorie ist. Wenn es keine Theorie wäre, hieß es Infektionsgesetz. Leider haben wir kein Infektionsgesetz, weil es keine Infektion gibt. Sie bauen sich das Ganze als tolles Muster auf, nennen sich Infektionstheorie. Da habe ich das Robert-Koch-Institut angeschrieben, habe gefragt, ich hätte gerne mal gewusst, warum das noch Infektionstheorie heißt. Da habe ich dann eine Antwort gekriegt. Da haben sie gesagt, der erste Satz vorne, das Wort Infektionstheorie nehmen wir aber sehr ungern in den Mund. Das war die Antwort von einer Behörde, einem Institut, das mit Viren zu tun hat, hat gesagt, wir nehmen das Wort Infektionstheorie sehr ungern im Mund. Klasse, ne? Also glauben Sie es nicht, fragen Sie es einfach mal. Und wenn Sie im Fernsehen wieder sehen, dass irgendein Virus mutiert ist, so irgendwas wieder, ja, dann werden Sie hellhörig und sagen dann, wo kommt das denn her?